Daniele Romano lange zu gut ausgesehen. Am Schluss jetzt in letzter Sekunde noch den 2:2 Ausgleich gegeben. Wie tief sitzt der Frust gerade im Moment? Ja, wir sind natürlich enttäuscht. Es ist jetzt das zweite Mal, wo wir zwei Punkte verschenken, wie beim Lausanne-Spiel. Ja, am Schluss hat einfach ein bisschen Cleverness gefehlt. Wir müssen den Ball davor haben. Wir hatten ein paar Ballverluste gehabt, das darf uns nicht passieren. Schlussendlich waren wir ja mal mehr gewesen. Und ja, eben, dann wird man bestraft. Wie beurteilst du das Spiel als Ganzes? Ja gut, die rote Karte hat sicher in die Karte gespielt. Wir haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Aber Xamax hat sich auch tapfer geschlagen, muss man sagen. Mit einmal weniger, ist nicht selbstverständlich. Ja, wir wollten den Vorsprung ausbauen, aber es ist nicht gelungen. Jetzt müssen wir weitermachen. Bist du persönlich enttäuscht gewesen, als du nach der Leistung in Biel heute nicht in der Startelf gestanden bist? Ja gut, wir haben so ein Ausgleichungskader. Wir haben jetzt 3 Matches in 7 Tagen. Der Trainer hat sich entschieden zu rotieren. Das muss man als Spieler akzeptieren. Und ja, aber ich war parat. Zum Glück bin ich wieder zum Zug gekommen. Und ja. Was liegt für den FCA auch nach dem Resultat von heute Abend in dieser Saison noch drin? Ja gut, wir schauen von Spiel zu Spiel. Es bringt nichts, wenn wir jetzt weiter nach vorne schauen. Aber wir haben sicher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, das ist klar. Aber ja, wir haben sicher den dritten Platz festigen. Und ja, auf der zweiten Schelle, ja. Danke vielmals. Wir diskutieren die heißesten Themen des Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußball Arena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Markus Schellibaum, nach diesen letzten Sekunden ist es sicher kein gewonnener Punkt, sondern 2 verlorene. Ja, sicher. Aber wir haben auch verpasst, dann wirklich die Entscheidung machen mit hochkarätigen Chancen. Wenn wir es 3-1 machen, denke ich, gewinnen wir das Spiel. Ich muss aber auch sagen, dass Xamax sehr gut gespielt hat. Als Zehnte haben uns das Leben schwer gemacht und haben nie aufgegeben. Also das ist nicht umsonst in dieser Weit vor. Es ist eine spielstarke Mannschaft. Aber klar, wenn man so kurz vor Schluss das Goal bekommt, tut weh. Aber wir sind sehr clever gewesen heute und hätten das müssen heimfahren. Es ist das zweite Mal in den letzten paar Matchen, wo man fast in den letzten Sekunden noch den Sieg hergibt. Inwiefern kann man an so etwas arbeiten? Ja, gut. Der Fußball geht bis zur letzten Sekunde, wenn er abpfeift. Und da haben wir einfach müssen eben. Wir müssen cleverer sein, wir müssen mehr machen auch noch nach vorne in dem Sinn, aber auch kein Konter einfahren. Wir haben noch 2 Konter eingefahren gegen 10 Mann und das war nicht so gut von meiner Mannschaft. Es hat zu wenig Abklärtheit und auch Cleverness auch gefehlt heute. Und ja, es war kein guter Finish gewesen. Erneut sind heute oben über 4'000 Leute ins Brückli-Feld gekommen. Man ist jetzt neu am höchsten Zuschauerschnitt in der Liga. Was sagst du zu diesem Aufmarsch? Ja, absolut cool. Meine, das spürt man auch, dass wir eine gewisse Präsenz haben und sie helfen uns natürlich auch, die Fans. Es tut gut, es tut gut. Wir haben heute gewonnen, dass wir wieder fröhlich heimlaufen und heimgehen natürlich. Aber so ist auch der Fußball. Es ist ein bitterer Moment wieder mal, aber wir stehen wieder auf und gehen dann noch flümmern und machen das besser. Danke, Finn.